anfangen. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist das alles? Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. So, okay, wir wissen, wie es funktioniert, also... Alter, ich bin ein richtiger Zauberer hier, David Copperfield. Levioso. Levioso. Nun, probieren wir etwas Größeres. Bitte was? Mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Ja. Wirken krass. Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Okay. Denken Sie daran. Ein Überwurf. Gut. Nun zum Basen. Gut gemacht. Levioso. Gut. Nun zum Basen. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Okay. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen okay. Sie. Das wird ein Kinderspiel. Protego, du Protego. Das erschwert die Dinge. Levioso. Das war Glück. Glück hat damit nichts zu tun. Gute Technik. Ich weiß. Levioso. Sturm. Das ist doch nicht dein erstes Duell. Sagen wir einfach, ich lerne schnell. Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Nicht schlecht für den Anfang. Danke. Ich habe mir Mühe gegeben. Wie du einsteckst. Wie schelmisch wir einfach lächeln. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Okay. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein okay. Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Ich mag die. Die ist ganz nett.
Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Sprich mit Sebastian. Sebastian, komm mal her. Sebastian, was hast du denn? Danke. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. And that was she said. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Doch, eigentlich schon. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den schon mal benutzt habe. Ne? Doch, so, ihr wisst schon, was ich meine. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Okay. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Mhm. Ah, das klingt aber ein bisschen verdächtig, ne? Genehmigt. Ich weiß ja nicht. Die Schulregeln gibt es aus gutem Grund. Ja, damit Schüler im Dunkeln bleiben. Auf so vieles sind wir angeblich nicht vorbereitet. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ja, schon, aber geheimen Duell ist das, was wir wollen? Oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst. Man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, jo. Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Ich habe Talent. Suche deinen Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald. Jo, wiedersehen. So, wir müssen noch den anderen Auftrag abdingsen. Lass mal gucken. Kreuze stehe. Okay. Wir machen aber erstmal den hier. Auftrag. Nee, doch, Auftrag verfolgen. Ach, der ist schon verfolgt. Okay, alles klar. Hab ich jetzt tatsächlich nicht gesehen, ne? So, wie war das? Nach oben? Und dann zeigt es uns den Weg. Alles klärchen. Sehr gut. Schlossi war schon immer auf der dunklen Seite. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Ich muss hier kurz durch. Dankeschön. Und weiter geht's. Und so. Nach Sharps Unterricht habe ich das verdient. Ich habe tatsächlich heute Kekse gebacken. Also, wer kommt mit auf die dunkle Seite? Hier ist noch ein Platz frei. Ach, das ist aber nett. Hallo, ich bin Nati. Ich habe einmal Schokokokos und einmal mit. Kennst du denn Professor Ronan? Hallöchen. Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 570. Öffnet bitte jetzt alle im Chat die Bücher auf die Seite, die er gesagt hat. 517 oder was das war. Zwischen den Beschwörungen bitte jetzt öffnen. Farbwechsels- und Wachstumszauber nennen? Boah, Schlossi, pass auf, dass du nicht ausrutscht. Niemand? Hm? Ah, ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Hm. Na toll. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Hm? Nö, sagt mir jetzt gerade nichts. Hm, gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner. Stay, das ist Hogwarts Legacy. Auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen.
Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Let's go! Und guck mal, das war voll einfach. Akio. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Onai mithalten. Bitte was? Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Frische Luft, was ist das denn? Das ist ja widerlich. Oh. Pfui, Teufel, frische Luft, Leute. Kennt ihr das? Was ist das? Diese frische Luft, kann man das essen? Oh, pfui. Pfui. Oh, wir sind wirklich draußen. Das ist ja widerlich. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch. Stay, ich weiß nicht, ob es das für die Switch gibt. Ja, Chris, war frische Luft klingt echt gefährlich, Mann. Boah. Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen. Stimmt's? Ja. Ja. Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Okay. Ja. Was soll ich denn machen? Sagen Sie es mir. Stay, danke für dein Follow. Kurzum, verzaubern Sie die Kugel mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Okay. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Kobold Akio. Aber statt die Murmeln, ausgezeichnete Kontrolle. Ja. Akio. Ich habe nichts anderes erwartet. Sehr gut. Na, gucke doch, lief doch gar nicht mal so verkehrt, hä? Sehr gut, Punkte für Slytherin. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Okay. Ja, Sir. Okay. Fängst du an? Okay. Oh nein! Verdammt, ich hab zu spät. Nein, das ist passiert. Aha, okay, okay, ich verstehe. Okay, noch. Hä, ich tu doch loslassen. Du hattest es fast. Ja, ich weiß. Hat sie nicht gemacht. Genau so wird das gemacht. Alter. Akio. Oh. Jetzt nicht die Fassung verlieren. Das hätte fast geklappt. Fast. Ich war haarscharf. Immer an der 50. Sabrina, das ist Hogwarts Legacy. Interessanter machen. Ach du grüne Neune. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. Okay, na dann. In der Tat. The stage is yours. Genug geplappert. Das erfordert ihre ganze Konzentration. Genau, Chat, jetzt bitte kurz, ne? Wir müssen uns alle konzentrieren. Dann wollen wir mal. Also bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Es macht schon Spaß. Okay. Fuck you.
Ja. Ja, easy, guck mal. Oh, da muss mal einer von den Mods gucken, ob es das auch gibt. Für die Xbox, ich weiß es nicht. Okay, warte kurz, ich muss kurz, ne? Der war leider ein bisschen zu schnell. Sie hat 90 Punkte. Wenn ich jetzt noch einen 50er hinkriege. Nein. Und. Oh, der war knapp. Puh. Mensch. Was war da denn los? Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Danke. Das haben wir auch dem Chat zu verdanken. Der Chat hat sich gerade ein bisschen beruhigt. Deswegen konnte ich mich auch mehr konzentrieren. Ne? Also Chat, das habt ihr echt gut gemacht. Ne? Ist auch ein bisschen euer Verdienst, nicht nur meiner. Ne? Ihr wisst Bescheid. So, Ladebildschirm. Ach, gucke da. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Ja, okay. Wir sind fertig. Sehr gut gespielt. Danke. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Ja, das machen viele. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Ja, dann würde ich sagen, schön, dass du das verstehst. Danke, ne? Dass du das sagst. Es ist sehr viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Ach, schön. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ist denn das eigentlich gleich? Also die Magie und so, ne? Das klingt vielleicht seltsam. Marlene, alles aber klar? Aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Ist ja schon ein bisschen unglaublich, ne? Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. That was she said, ne? Ich will's nur gesagt haben. Sabrina, ja, hol's dir und dann kannst du ja, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist, wieder Bescheid geben, wie du es denn für dich empfunden hast, ob das Spiel was wirklich für dich ist. Ne? So, ja gut, vielen Dank dafür. Wir wollen jetzt hier keine Lebensgeschichte groß haben, ne? Danke, dass du fragst. Aber, ich vermisse Ouagadou, ne? Aber und ich danke bin für dein Follow. In Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Ich will aber nicht mit Professor Ronan sprechen. Bis zum nächsten Mal. Jedes Mal dasselbe. So. Natürlich kannst du Akio auf Menschen. Auf ein Wort, bitte. Ja, bitte. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onei übertroffen. Ja, weil ich Dank, einfach Professor. Der Zauberer bin. Spaß gemacht. Alter. Miss Onei ist David Copperfield, Siegfried und Roy. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ja, dieses Wort frische Luft, ich weiß nicht mehr, was das ist. Aufgabe melden, kann mir das jemand erklären? Vorbereite. So, haben wir das. Sehr schön. Wir haben also Akio gelernt. Auftrag abgeschlossen. Sehr schön. Wir sind Stufe fast 3. Fast. Ich wollte es nur gesagt haben. So, dann gucken wir mal in unser Büchlein. Hier unten. So, Aufträge. Belohnung. Okay. Und was haben wir hier? So ein krasses Ding.
Okay, gut. Und muss ich irgendwas drücken oder kriege ich das einfach so? Weil wenn ich das einfach so kriege, dann müsste das doch eigentlich hier im Inventar zu sehen sein, oder? Wartet mal, wir schauen uns das mal an. Ah, hier Erscheinungsbild ändern. Mhm. Guck mal, ich habe jetzt hier so einen krassen Slytherin-Umhang. Und man kann irgendwie die Kapuze noch aufpacken. Guck mal, hier, Alter, ich bin... Oh, oh. So, hier können wir auch nochmal das Erscheinungs... Nee, hä, wo sind denn jetzt unsere... Warte. Herausforderung, war das hier? Ja. Aha, Belohnung einsammeln. Sehr schön. Wir hatten doch noch irgendwo hier, ne? Ach, die haben wir schon gekriegt. Alles klar, gut. Naja. So, dann können wir ja hier das Erscheinungsbild nochmal ändern. Wir werden hier richtig krasse... Guck mal hier. Oh, richtig Schmuck. So, aber Kapuze nehmen wir ab. Das sieht nicht so schön aus. Ne? Robuster, traditionell. Aber wir nehmen legendär, weil der Chat ist legendär. Und dann können wir ruhig legendär. Haben wir eigentlich Kopfbekleidung? Ja, ne? Wie sieht denn das aus? Ja, das ist nicht so meins. Oh, wir können auch zerstören. Okay, wir können auch Sachen machen. Mhm. Okay, interessant. Definitiv. So, weiter geht's. Wir haben... Was haben wir denn hier in der Sammlung? Ach so, die Handschuhe. Okay. Gut. So, aber was sind denn jetzt unsere neuen Aufträge? Haben wir denn neue Aufträge drin? Ich weiß es gar nicht. Wir mussten noch nach Hogsmeade. Hallo. Du bist der Neuzugang, nicht wahr? Ja, warum? Kann ich helfen? Irgendwie? Wir haben gerade einen neuen Auftrag bekommen. Wir sind sehr, sehr beschäftigt. Weasley nach dem Unterricht. So. Let's go. Samantha! Alena, danke für dein Follow und herzlich willkommen. Du kannst mich sprechen? Samantha Dale. Samantha. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Ja, die ganze Schule spricht schon von dir. Das ist schön, das ist wie damals. So, kennst du Harry Potter? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Ja, das ist ganz nett von dir. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten wir zu vertrauen. Wir sind sehr bescheiden. Aber er überschätzt sich. Deswegen mache ich auch keine Werbung für mich. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Okay, gut. Ich muss eh weiter, weil Professor Weasley hat gesagt, ich soll noch nach Hogsmeade und so. Ich finde unseren Mantel gar nicht mal so verkehrt. Guck mal, wir sehen halt richtig cool aus, ne? Oh, das ist sehr schön, Chris. Gut, dass du mich da mal ein bisschen auf dem Sprung hältst. Oh, hier ist wunderschöne Musik. Ach, hier kommt das her. Ich wollte einfach nur ein bisschen rumprobieren. Ich schwöre. Was ist das? Aha, okay. Ja, wir müssen halt immer ein bisschen, ne? Nur ganz sanft. Und dann passt das schon. So. Da geht's lang. Verwandlungshof. Ort entdeckt. Bam, bam, bam. Stand da echt Verwandlungshof? Was ist das denn hier? Achso, das ist unsere Markierung. Auftrag annehmen. Let's go. Weasley nach dem Unterricht. Jetzt müssen wir, glaube ich, nach... Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht. Hey, es ist nicht Dobby, aber fast. Könntest du... Oh, guten Tag. Entschuldigen Sie, Deek. Deek, mach's gut. Ah, da sind Sie. Ja.
Wie kann ich helfen? Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Oh, super. Ja, ich kann mich gar nicht beklagen. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte Ihnen vor Ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Nein. Ach Mensch, Professor. Nein, Professor. Aha, als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Alter, wir sind schon jetzt besser als die, ne? Aber ja, das hatte Professor... Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Ich dachte, wir sollen nach Hogsmeade. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Aha. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Okay. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Ja. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Das ist schön. Dann bin ich tatsächlich bereit, nach Hogsmeade zu gehen. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Doch eigentlich wollte ich das alleine machen. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit ihnen gesehen. Ja, das war jetzt aber auch nur... Wen soll ich nehmen? Jetzt lasse ich mal den Chat entscheiden. Wollen wir Sebastian nehmen, den wir vorhin im Zaubererduell voll weggesammelt haben? Oder wollen wir Natsai Omnai benutzen, die wir im Akio-Duell geschlagen haben? Sebastian, okay. Sebastian. Immer dieser Sebastian. Dann nehmen wir Sebastian. Wenn jetzt keine Einwände kommen, nehmen wir Sebastian. Oh, Lilo schreibt Natti. Ah! Da steht 2-1. Vielleicht kommt noch jemand und sagt, wen sollen wir nehmen? Sebastian oder Natsai? Ah, jetzt steht's 3-3, 4-3. Ah, 5-3. Bin ich richtig? 5-3, 1-2. Ah, da hat der Sebastian leider gewonnen. Dann müssen wir wohl Sebastian nehmen. Sebastian. Ich möchte mit Sebastian gehen. Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend. Er sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Alles klar, Sie gut. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den 3 Besen ein Butterbier genießen. Ach. Okay. Warum haben wir denn so eine gekrümmte Haltung? Was ist denn mit unserem Rücken? Ach, jetzt, okay. Eve hat es durchgespielt, das ist schön. Sprich mit Professor Ronan, um deine erste Aufgabe zu erhalten. Aufgaben sind Aufträge, die dir Hogwarts-Professoren geben. Okay, das ist, ne? Wir wissen ja, was damit ist. So. Schauen wir mal. Guten Tag. Hallo, Professor Ronan. Ah, da sind Sie. Ja, na, wo soll ich denn sonst sein? Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Reparo? Der Herstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Das ist schön. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Okay. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können.
Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um ihre Zauberkunst zu verfeinern. Okay. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Ja, gut, dann würde ich sagen, danke, Professor. Ich schließe dann die Aufgaben einfach ab und melde mich dann. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. So. Sammelt das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue ein. Okay. Das ist die richtige Stelle. Okay, da ist das. Wo da ist nur das fliegende Blatt? Na da, das fliegt doch da rum. Jetzt ist es weg. Ach nee, da ist es. Levioso. Was muss ich denn für einen Zauber benutzen?